So. Ist das gestört? What the fuck? I'll teach you something you won't forget. So, liebe Freunde, für alle die sich jetzt fragen, was wir hier gerade treiben. Was treiben wir hier? Das ist eine gute Frage. Wir erzeugen mit Hilfe von XP-Kügelchen eine Struktur, die sich selbstständig nach oben baut und wow, die den Server ein wenig zum Laggen bringt. Ein wenig, ich bringe das mal zum Stillstand. Bitte. So. Okay. So, wie ihr sehen könnt, es spawnt einfach vor mir. Habe ich mit Hilfe von einer XP-Flasche ein zufällig generiertes Objekt erzeugt. Ja, welches zuerst Quarzblöcke setzt und dann nach einer gewissen Zeit Redstone-Blöcke in die Luft setzt. Ist das für irgendwas nützlich? Nee, ne? Nö, also die Frage nach dem Warum erübrigt sich, da gibt es keinen Grund. Nee, es ist einfach nur. Einfach weil man es kann. Es macht Spaß. Ja. Ja, das Ganze wird Command-Block-mäßig erzeugt. Also man braucht Command-Blöcke, um diese Strukturen hier zu erzeugen. Und wie ihr gesehen habt, braucht man dafür XP-Flächen. Sollen wir den Leuten mal erklären, wie das funktioniert? Ja, ne? Ja, an sich ist es eigentlich ganz einfach. Guckst du in die Command-Blöcke rein oder soll ich einfach so erklären? Ich gucke rein, nehmen wir mal den untersten Command-Block. Dazu Command-Block, das ist ein Teil der Clock, also die Clock, die das Ganze hier zum Laufen bringt. Und zwar setzt der über sich, also dieser Command-Block setzt über sich einen Redstone-Block. Das sind diese Und Koordinaten hier. ja, das ist an sich schon eine selber laufende Clock. Das heißt, man braucht eigentlich nur diesen Command-Block. Allerdings, wenn man das mal kurz zeigt, wenn ich hier oben was reinschreibe, dass der das nicht mehr akzeptiert, dann passiert das. Und das ist ziemlich nervig, deswegen steht im oberen Command-Block drin Setblock minus 1R, das heißt, dass der unter sich einen Luftblock setzt und dadurch wird das da verhindert. Das heißt, die Redstone-Blöcke werden zwar theoretisch gesetzt, allerdings erscheinen sie im Spiel selber nicht. Und sie lassen auch keine weiteren Items fallen. Das heißt, das ist alles ein bisschen, Sparsamer. ja, läuft flüssiger, sag ich mal. Und ja, das ist also die Clock, die der obere und der untere Command-Block. Und an den Seiten haben wir hier auf der linken Seite. Oh, die Das hast du linke gerade Version ist falsch, ja, hast du gerade falsch reingeguckt. Haben wir ein Scoreboard erstellt. Das heißt einfach Groß A. Und das wird in diesem Command-Block für alle Entities, also alle beweglichen Einheiten vom Typ XP-Orb, also die XP-Kügelchen, im Scoreboard 1 einen Wert nach oben gezählt. Und weil das für alle ständig gemacht wird, wird halt eben, sobald ein XP-Orb erscheint, wird das halt eben auf 1 gesetzt und dann für jeden Tick, das heißt 20 Mal pro Sekunde, 1 nach oben gesetzt. So, und das kann man im Prinzip auch kurz zeigen, wenn ich einen Scoreboard auf der Seite erstelle, also in der Sidebar. Tools. Muss aber ganz schön lange. Ah, perfekt. So, da seht ihr die von vorhin. Und wenn wir jetzt eine Flasche werfen, also die Glock läuft übrigens schon, das kann man halt eben schlecht erkennen. Ich kann mal kurz anhalten. So, das hat sich jetzt im Prinzip nichts geändert, aber wenn ich da jetzt einen reinsetze, könnt ihr sehen, da wird ein Block gesetzt, ein Item wird gedroppt und danach läuft die Glock. Jetzt sehe ich mein Ding jetzt nicht mehr. So. Mein Cursor. So, das heißt, jetzt läuft die Glock. Und wenn ich jetzt hier eine Flasche hinwerfe, dann könnt ihr sehen, die werden alle hochgesetzt. Und ja, dadurch ist auch das Geheimnis gelöst von den Quarzblöcken, die dann zu Redstone-Blöcken werden. Und zwar, wenn die Werte die Grenze 50 passieren, dann wird der nächste Command-Block angesteuert und der setzt dann statt Quarzblöcke Redstone-Blöcke. Wir sollten aber vielleicht zuerst mal zeigen, was aber passiert, wenn Naja, ich wollte die das halt kurz XP-Kügelchen ansprechen. haben. Ja, also der erste ist, glaube ich, der rechte. Ja, genau, der rechte ist der erste. Der setzt Quarzblöcke, wie man direkt am Anfang sehen kann, steht ganz hinten drin. Moment, Und ich scrolle zwar mal ganz am Anfang. ganz am Anfang, also es ist ein Execute-Command, das heißt, der führt einen anderen Command aus, wenn bestimmte
Bedingungen erfüllt sind. Und zwar steht hier execute at E, beziehungsweise at E zu Deutsch. Das heißt, das wird für alle Entities ausgeführt, die als Typ XP-Orb sind, das heißt, diese XP-Kügelchen sind, und die im Scoreboard A höchstens den Wert 100 haben. Das heißt, wenn man die XP-Flasche auf den Boden wirft, kommen XP-Kügelchen, die werden dann hochgesetzt und bis sie den Wert 100 erreichen, erfüllen sie diese Bedingung. Und sie sind ja auch XP-Kügelchen, das heißt, alle Bedingungen sind erfüllt und deswegen wird der Execute-Command ausgeführt. Und Execute heißt also nichts anderes, dass durch den Execute-Command noch ein weiterer Command ausgeführt wird. Und das, jetzt müssen wir aufpassen, relativ zu dem Entity, den wir hier gegeben haben. Also relativ zu diesem @e mit den Bedingungen. Das geben diese drei geschweiften Klammern an. Genau. Man könnte hier auch fixe Koordinaten angeben, aber wir wollen, dass dieser Befehl, der jetzt ausgeführt werden soll, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, an der Stelle des Entities, also an der Stelle, wo sich diese XP-Kügelchen befinden, ausgeführt wird. Und ja, das ist in diesem Fall dieser Setblock-Command. Ja, also einfach setze einen Block und zwar wieder relativ zu dem XP-Kügelchen und zwar in diesem Fall ein Quarz-Block, weil der Wert halt eben noch unter 100 ist. Ganz so, genau. Das ist einfach das, was in dem Command-Block drin steht und im anderen steht das gleiche nochmal drin. Allerdings dann halt eben der einzige Unterschied ist, dass es Redstone-Blöcke sind statt Quarz-Blöcke und dass in der Bedingung steht, dass der Wert für das Scoreboard A mindestens 100 ist. Das heißt, der erste Command-Block sagt, was unter 100 passiert und der zweite, was über 100 passiert. Ganz genau, das war es im Endeffekt schon. Also im Prinzip macht dieser erste Command-Block hier nichts anderes, als durch den Execute-Befehl zu testen, ob ein Entity, also eine Einheit, von dem Typ XP-Orb auf der Map ist, also ein XP-Kügelchen. Und dieses XP-Kügelchen darf den Scoreboard-Wert A höchstens den Wert 100 haben. Und wenn das der Fall ist, führt er relativ zu diesem XP-Kügelchen den Setblock-Befehl aus und setzt an der Stelle des XP-Kügelchens einen Quarz-Block. So, was jetzt passiert, warum diese Konstruktionen hier entstehen, ist ganz einfach. Die XP-Kügelchen können nicht innerhalb von Blöcken sein. Das heißt, wenn wir die Glock hier mal anhalten, ist die jetzt aus, ja, ne? Die müsste jetzt aus sein, ja. Ich werfe jetzt mal hier ein XP-Fläschchen hin. Jetzt haben wir hier zwei XP-Kügelchen. Diese zwei XP-Kügelchen bewegen sich auf den Blöcken, weil sie nämlich nicht in die unterliegenden Blöcken, sie können nicht in die anderen Blöcke rein verschwinden. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier Blöcke vorsetze, können die Kügelchen nicht weiter, weil die von den Blöcken gestoppt werden. Wenn ich jetzt einen Block an die Stelle des XP-Kügelchens setze, dann verdrängt dieser Block, man zieht die ja an, das habe ich ein bisschen vergessen, dann verdrängt der Block dieses XP-Kügelchen, na, verschwinde. Die wollen nicht so, wie ich will. Ja, jetzt hat man es aber gesehen. Und dadurch wird das XP-Kügelchen nach oben gesetzt. Das gleiche passiert, wenn wir diese Glock am Laufen haben und die XP-Kügelchen gedroppt werden, dann erkennt nämlich dieses System, dieser Execute-Command, dass sich ein XP-Kügelchen auf der Map befindet und setzt an dieser Stelle einen Block und dadurch wird das XP-Kügelchen nach oben gedrückt. Und nein, nicht unbedingt nach oben, aber zur Seite auf jeden Fall. Ja, zur Seite und aber also auf jeden Fall nach oben und zur Seite. Es wird aus diesem Block raus verdrängt und dadurch, dass es sich dann an einer neuen Position befindet, kann da wieder ein neuer Block gesetzt werden. Das heißt, wir haben dann einen Endloskreislauf. Das Kügelchen wird nach oben und zur Seite gedrückt, dadurch ist es an einer neuen Position, dann wird an der neuen Position wieder ein Block gesetzt, es wird wieder zur Seite und nach oben gedrückt und so weiter. Das heißt, diese XP-Kügelchen können sich dann auf den von ihnen selbst gespawnten Blöcken nach oben fortbewegen und zur Seite und das sieht dann so aus. Ein bisschen abenteuerlich, aber es funktioniert. Ja. Und ja, im Endeffekt haben wir hier nichts anderes als den Weg, den die XP-Kügelchen gegangen sind. Wir können jetzt noch einen dritten Command einbauen, das zwar ab welchem Wert soll man sagen, ab dem Wert 200 nochmal Quarzblöcke erscheinen sollen. Soll ich kurz machen, oder? Ja. Gut, das mache ich ganz schnell, dann könnt ihr direkt reingucken, dann seht ihr, wie das funktioniert. Du kannst aber vor die Glock nicht starten, ne? Also musst du gleich vor die Glock bauen. Ja, warte, dann mache ich einfach so. Hier unten drunter kopiere ich den hier raus und zwar machen wir es einfach so, dass ich jetzt mit dem Command-Block den Block da innen drin spawne. Dann müsste der auch erscheinen und dann müsste die Glock auch gestartet werden. Das heißt, ich nehme einfach den Command von hier raus und setze den hier unten rein und dann mache einfach anstatt 1 drüber, mache ich 3 drüber. Dann wird nämlich hier oben ein Redstone-Block gespawnt und dann müssen wir den manuell nicht reinsetzen.
Genau, dann kann ich hier nämlich im Prinzip hier direkt davor setzen. Und dann nehme ich hier einen Command raus, einen Execute-Command, setze den hier rein. Dann mache ich anstatt Score A 100, also Score A 100, mache ich dann 200. Und. Ne, einen Augenblick, muss ich kurz nachdenken, wie muss ich das machen? Ich muss sagen, dass er mindestens 100 ist. Ne, mindestens 200. Und das war's. Das heißt, Score A mindestens 200. Nee, Score. So, doch, mindestens 200. Und hier muss ich das noch die Bedingung hinzufügen, dass der hier höchstens 200 sein darf. Dann ist der erste Command-Block höchstens 100. Der zweite ist mindestens 100 und höchstens 200. Und der dritte ist mindestens 200. Ja, müsste funktionieren. Das müsste gehen. So, mindestens 100 und höchstens 100. Hast du es drinne? Ah, das war der falsche, warte kurz. Das ist der hier. Mindestens 100 und höchstens 200. So, jetzt muss ich natürlich noch einen dritten Block einfügen. Was sollen wir da nehmen? Wieder Quarz oder? Nee, ist ja langweilig. Dann Goldblock. Goldblock, alles klar. So, das müsste jetzt im Prinzip funktionieren. Wenn ich das jetzt unteren Command-Block aktiviere, müsste der oben einen Block reinsetzen. Ja, hat funktioniert. Und ja. Jetzt kann ich an den XP-Flächen werfen. Mach das. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg von der Struktur hier, damit wir nicht kaputt machen. Und zack. Oh, Jesus Christ. Geht los. So. Ich hoffe, es funktioniert mit den Goldblöcken. Sehen wir gleich. Ja. Wie bescheuert. Das kann man natürlich fortsetzen, wie man will. Bis 10.000, glaube ich, da hört das Scoreboard auf. Aber so hoch kommen die Blöcke ja gar nicht. Irgendwann haben wir ja das Limit der Welt erreicht, wo man nicht mehr höher bauen kann. Und ja, wir können da jetzt einfach mal zeigen, dass die XP-Kügelchen sich tatsächlich immer weiter nach oben bauen, beziehungsweise einfach immer weiter in irgendeine Richtung. Wo ist denn das hier mittlerweile? Aber irgendwie rendert man Minecraft das gerade nicht flüssig. Ich habe ständig irgendwelche Aktualisierungsfehler drin. Bei mir geht's eigentlich. Wahrscheinlich, weil der Server nicht auf meinem Computer laufen muss. Ja, die Command-Blocks fressen ziemlich viel Grafikspeicher und ziemlich viel Prozessor, das immer nicht. Wow, what the fuck? Das hört ja gar nicht mehr auf. Nee. Wie hoch ist das schon? Ziemlich hoch. Naja, aber es sind noch 150 Blöcke, nee, 200 Blöcke, die es noch hochgehen kann. Ich würde sagen, wir halten das einfach an, bauen uns nach oben und versuchen das oben nochmal, damit das schneller geht. Dann können wir gucken, ob das an der oberen Grenze aufhört oder ob sich das oben weiterbaut, was ich bezweifle. Sollen wir es einfach mal versuchen? Können wir machen. Aber es wird nicht weiterbauen, die werden einfach dann da oben schweben. Das heißt, dann gucken wir einfach mal, fliegen einfach nach oben. Kannst du gleich zu mir teleportieren, ich bin gleich da. Willst du dann eins gegen mich werfen, oder was? Ja, zum Beispiel. Bist du da? Ja, ich setze gerade schon einen Stein. So, wenn ihr euch gefragt habt, wie ihr den Block gesetzt habt, das geht ganz einfach mit dem Setblock-Command mit relativen Koordinaten zu euch selber. Mhm. So, jetzt darf ich da mal was drauf. Das war ja super toll. Okay, Fail 1. So, jetzt aber. Mal sehen, wie hoch das geht. Dürfte nicht mehr allzu weit höher kommen. What the fuck, wo ist das lang gewandert? Okay, es kann nicht höher gehen. Wir sind jetzt hier auf 256, das ist die höchste Koordinate. Und höher geht's einfach nicht, wenn ich da jetzt welche drauf werfe. Dann spawnen auch gar keine. Die spawnen da gar nicht mehr, ne? Nee. Beziehungsweise die fliegen oben aus dem Bereich raus und sobald sie so eintreten,
Spawnen sie wieder Blöcke. Das sieht merkwürdig aus. Ja. Aber das war's im Endeffekt schon. Geklärt. Kannst du wieder killen, ansonsten fliegen die hier stundenlang durch die Gegend. Ja, hab ich. Perfekt. Man kann nämlich jetzt auch XP-Orbs und alles mögliche killen in der neuesten Version, in der Version 1.8. Beziehungsweise wir spielen nicht in der Version 1.8, sondern in einem Snapshot, in dem 19a-Snapshot. Das ist einer der neuesten Snapshots, die gerade draußen sind zur 1.8. Ja, das ist übrigens der Command, den man dafür nutzen muss, also kill at e, das heißt Entities killen und dann vom Typ XP-Orb, also XP-Kügelchen. Ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den neuen Befehlen in der 1.8-Version, beziehungsweise zu dem Execute-Command an sich oder zu sonstigen Befehlen, dann schreibt uns einfach an im Minecraft-Forum, der Link folgt unten. Oder auf unseren YouTube-Kanälen, der Link von meinem Bruder wie immer die ganze Zeit im Video verlinkt. Da wird jetzt übrigens wahrscheinlich auch wieder mal was kommen, weil ich jetzt endlich einen neuen Computer habe, wie ich es vor ungefähr einem Jahr angekündigt habe. Also, ja. So viel dazu. So, ich bringe jetzt mal meinen Server zum Abstürzen. Als krönender Abschluss nochmal ein riesengroßes Kunstwerk. Ich gucke mal, wie viel mein Prozessor noch schafft. Okay, das reicht erstmal. What the fuck? So sieht es aus, wenn ihr dann ein paar hundert XP-Kügelchen auf dem Server habt. Ja, das Ganze rendert bei mir nicht gerade flüssig. Aber what the fuck? Wir empfehlen euch nicht, TNT-Blöcke zu setzen. Nein, das Ding ist nämlich, ihr könnt nach gezündeten TNT-Blocken testen und da dann neue TNT-Blöcke hinsetzen. Das heißt, wenn ein TNT-Block durch die Gegend fliegt, setzt er hinter sich neue TNT-Blöcke, die dann wieder explodieren und wieder durch die Gegend fliegen und wieder neue TNT-Blöcke setzen. Nicht empfehlenswert. Ich rate euch davon ab, wenn euch euer Server lieb ist. Ihr könnt es nämlich nicht mehr aufhalten. Und euer Server, der, sobald ihr den restartet, der fängt wieder von vorne an zu hängen, weil es einfach ein unendlicher Kettenmechanismus ist. So wie das hier gerade. Mhm. Ach, und noch ein kleiner Tipp, das haben wir auch rausgefunden, falls ihr nach XP-Kügelchen testet, dann benutzt bitte kill at e type XP Orb, um das zu stoppen und nicht einfach nur kill at e, denn damit tötet ihr alle möglichen Mobs, die sich auf dem Server befinden oder auf der Welt und die droppen dann wieder XP-Kügelchen, dann geht das Ganze von vorne los. Ja, es ist nicht sehr lustig. Nee. Aber naja. Okay, also wenn ich hier durchfliege, es taucht hier immer neuer Scheiß auf. Ich würde mal sagen, ach du Scheiße, wie sieht das hier aus? Ups, jetzt habe ich den falschen Command wieder gesehen. Also übrigens, wenn ihr den Command verwenden wollt, natürlich ohne den Punkt. So. Doch, guck mal, wie stört das aussieht. What the fuck? Ja, es macht auf jeden Fall verdammt viel Spaß. Probiert es mal selber aus. Und ihr könnt uns ja mal für Anregungen schicken, was ihr so mit euren Execute-Commands macht, beziehungsweise was ihr sonst noch so für Ideen habt. Und ja, vielleicht können wir das mal in unseren Videos umsetzen oder ihr schickt uns mal eure Videos, was ihr so macht. Würde uns interessieren. Und würde ich sagen, war es das für diese Aufnahme. Es werden noch einige Videos zur 1.8-Version kommen, beziehungsweise zu den Snapshots, was man alles machen kann mit den neuen Befehlen. Ich denke mal auch ein paar grundlegende Erklärungen, weil das war jetzt nicht wirklich eine Erklärung, sondern einfach nur so ein Denkanstoß. Aber ja, lasst euch mal überraschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss. Tschüss.